Insatz Saga Bors Nachlass, Prinz Patrick findet Sextoys. Seit fast 1,5 Jahren ist die Hollywood-Ikone Insatz Saga Bor 99, nun bereits tot. Ihr Nachlass wurde von ihrem achten Gatten Patrick von Anhalt, 74, inzwischen größtenteils versteigert. Bei dem Verkauf von diversen Möbeln sowie Kleidung und Schmuckstücken kam eine unglaubliche Summe zusammen, rund 730.000 Euro konnte der Witwer durch die Versteigerung in Los Angeles erzielen. Zum Erbe der Moulin Rouge-Darstellerin gehörten allerdings auch einige erotische Gegenstände, wie sich nun durch Zufall herausstellte. In einem Schlafzimmerschrank fand der Adoptivprinz altes Sexspielzeug. In einer Schrankschublade lagen ein Vibrator und ein Dildo aus den 40er Jahren, die angeblich dem Kinostar gehörten und aus ihrer Ehe mit Konrad Hilton, 24, stammen sollen, wie die Bild berichtete. Nachdem es keinen Schlüssel gab, musste das besagte Möbelfach in Gegenwart aufgebrochen werden, als der Kunde sein Satz-Andenken abholen wollte. Der Anblick der Tools sei den Anwesenden zwar peinlich gewesen, doch letztendlich wechselten auch sie den Besitzer. Der Käufer hat $6.000 für den Schrank bezahlt und bestand darauf, dass er auch die Dildos dazu bekäme, erinnerte sich der 74-Jährige an die Situation. Beziehung von Prinz Patrick und der gebürtigen Ungarin hielt stolze 30 Jahre. Bevor die Filmdiva 2016 an den Folgen eines Herzinfarkts verstarb, wurde sie jahrelang von dem Bad Kreuznacher gepflegt und er ist sich nach all der Zeit auch ganz sicher, in der Ehe mit mir hat Sazza die nie gebraucht. Tipps für Promiflas? Einfach E-Mail an tipps@promiflas.de.